Ihr habt euch jetzt nach wie vielen Jahren zu einem Kamil getroffen? Etwa 20. 20, ja. Er ist mich so in Erinnerung. Cool. Und das ist Frau Mann. Nein! Nein! Wenn die Lager kamen, die sind immer gerade am Anfang des Schuljahres. Und dort das allererste Lager mit Marie, ich kann mich noch echt gut so erinnern an gewisse Szenen. Und dort war er auch da recht offen. Er hat auch gerade irgendwie zu den Drittklässlern Draht gefunden. Recht so integrativ, eigentlich ungewöhnlich ist für einen, der neu in eine Klasse kommt. Das nimmt mich mega wunder. An was dich noch erinnern kannst. Ich mag erinnern. Ich sehe noch Zahnlücken irgendwie. Ja, das stimmt. Meine Grills. Ja. Und so ein starkes Mädchen, also mit Ecken und Kanten, aber vor allem eben mit einem riesen Herz. Einfach. Du hast mega gute Znüni Sachen geschnitzt. Echt? Ja! Du hast aus dem Rüebli Sachen geschnitzt und aus einem Mini-Pickes Krokodil. Also ich habe alle meine Videos dir zur Verfügung gestellt. Gell? Ich habe vor allen Lager immer Filme gemacht. Und, oh yes. Also, oh, da gibt es eine ganz schöne Szene. Gell? Hast du freiwillig gemacht? Nein, ich würde gerne sagen, ich bin gezwungen worden, aber ich mag mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, der Aurel ist einfach für alles brauchen und hat so Scheiß mitgemacht. Aha, ihr lacht jetzt, das ist jetzt mein Job. Aber was magst du dich noch erinnern? Ja, du warst mega musikalisch gewesen. Also, was war das mit dem... Na komm, jetzt okay. Doch, ja! Das Neue jetzt! Ja. Wir ziehen uns alle Nasenböck aus der Nase und kochen dann, wir wollen die Soße drauf, spinnen beide dran und dann dürfen alle davon haben. So geil, siehst du? Das habe ich noch im wow, Kopf gehabt. Okay. Das erste Mal, wo die wo zwei Kontakt aufgenommen hat, hat mich einfach riesig gefreut. Vor allem so zu sehen, was aus ihr geworden ist. Ich bin auch stolz, ich finde es auch schön. Ja, ehrlich! Es ist dann mega übertrieben, aber ich habe es wirklich so empfunden, es war schon ein bisschen eine Mutterfigur. Weil ich habe mega viel Wärme von dir bekommen, mega viel Aufmerksamkeit. Und, das finde ich auch schön, und, eben, du hast mir so viel mitgegeben. Ich habe einfach die besten Erinnerungen an die Jahre, wo ich bei dir in der Schule war. Einfach sonst, ich bin gerne in die Schule gegangen und es hat dann mega mit dir zu tun als Person, wie du mit den Schülern umgehst. Wie du mit dem Stoff umgehst, den man lernen muss, das habe ich immer mega geschätzt. Ja, das ist schon noch cool, weil ich das Gefühl habe, ich bin ein Liebe und nicht so streng. Ja, ich finde, wenn es ein bisschen Tag macht, dann ist es sicher cool, wenn ich ein bisschen das Ziel erreicht. Aber ich habe nicht ganz alles falsch gemacht. Ich war noch ein bisschen Kindererzieherin eine Zeit lang. Und ich habe immer in meinem Alltag versucht, so Konflikte zu lösen, wenn ich das Gefühl hatte, hast du auch mitgemacht. Ja, ja das, wow. Ja, das ist wirklich viel mehr, als ich erwarte, von meiner Arbeit. Wenn auch du eine Lehrperson hast, die dir noch in Erinnerung geblieben ist, dann lass es doch jetzt schnell wissen und schreib ihnen einen Text oder so. Super!